wäre ich locker stehen. Sagen wir es mal so. Ohne Probleme. Ja. Hallo an dieser Stelle schon gleich wieder an die Zuschauer. Und wir sind heute zu viert. Der Dirk hat leider Kopfschmerzen, auer Kopf. Und deswegen ist er heute mal nicht dabei. Aber dabei ist auf jeden Fall wieder die Alea. Der Mattes. Nee. Der nicht da ist. Nee. Okay. Und der Stefan. Hallo. Hallo. Stefan? Ja. Nimm dir den Nailgun und komm nach hier hin. Kann ich tun? Ja, weil dann kannst du unten die den Boden fertig machen. Was können wir denn noch irgendwie helfen oder sollen wir looten gehen? Guck, dass das Material an die Maschinen kommt. Ja, ja, das ist drin. Das läuft alles. Werkzeug. Die nächste Portion wird in einer halben Stunde fertig. Das sind dann wieder so ungefähr 4000 Einheiten Beton sind dann fertig. Zement. Und Beton läuft. Da sind jetzt nochmal 700 Einheiten Beton in Produktion. Mathis, hast du noch genug Beton und so ein Zeug vor Ort? Wollen wir looten gehen? Ich hab jetzt die 10k Beton mitgenommen. Wollen wir looten gehen? Ja. Das heißt, ich nehme mir noch schnell ein Fahrrad. Yes. Aber hast du ein Auto? Yep. Ich meine, wir brauchen pro Block 20 Beton, ne? Ja. Da geht jetzt schon einiges drauf. Aber ist weniger, als wenn man jetzt alles von null aufwertet. Zum Leveln wäre es gut. Ja, das schon. Wobei ich muss sagen, jetzt für so einen Reaver habe ich jetzt auch schon 16k zusammen. Na, für die eine Fläche, die ich hier gerade gemacht habe. Ja, das geht erstaunlich schnell. Ja, mit dem kannst du auch gut leveln, ja, aber man levelt eh einfach viel zu langsam. Oder man müsste einfach zwei Skillpunkte anstatt nur einen kriegen pro Level. Dann wäre es auch schon angenehmer. Ja, aber ich finde die Levelgeschwindigkeit eigentlich gar nicht so schlecht. Ist noch halbwegs angemessen. Ja, aber guck mal, wo fahren wir denn hin? Oder willst du fahren? Von mir auf? Ja, fahr du. Kann ich dich dirigieren? Ich habe auch an alle eine Gruppeneinladung geschickt. Ja. Ich habe schon angenommen. Kannst hier über die Brücke fahren? Also 2140 nur für oben Alea, das Plateau über die Brücke. Und einmal um die Treppe rum. Das ist schon ordentlich. Bin mal gespannt, ob du unser Auto versenkst. So, und dann einfach hier um den Hügel rum. So, jetzt müssen wir mal gucken. Das ist ja direkt diese Ortschaft, wo wir angefangen haben zu looten. Dann machen wir da weiter. Links. Probieren wir das doch mal. Was hat er denn gemacht? Eins. Und bei der nächsten Gelegenheit rechts. Also irgendwie, wenn der Hügel da rechts vorbei ist, kannst du rechts fahren. Achso, Mathis, für die Pistole, für die Nagelpistole, hast du da genügend Nägel dabei oder muss ich mir welche mitbringen? Was? Nägel? Hier rechts die, kannst du fahren. Für die Pistole braucht man da meine Nägel. Brauchst du keine Nägel für. Ich glaube, das gab's aber mal. Das war so, soweit ich mich erinnere. Ja. Brauchst du nur zum Kämpfen die Nägel, wenn dann. Ah, bremst mal, ich glaube, hier waren wir noch nicht. Sieht zumindest so aus. Ja, da sind noch Zombies drin. 2, 3, 4, 5. Wieso läuft der? Ist der irre? Ja, wir haben 5? Ja, oh, das 3 Uhr. Ach so, ja, ich vergaß. Das passt. Eins, zwei. Ich
Guck mal, ob ich noch einen wach machen kann. Ich vermute mal, da hinten sind noch Hunde. Pass auf. Ja, da ist ein Hund. Ist schon platt. Die haben sie auch nicht mehr drauf, die Hunde. Habe ich kein Messer dabei? Hast du ein Messer dabei? Ja, dann mach du, weil ich habe keins dabei. Hab anscheinend meins vergessen. So, 1000, 2000, 3000, 4000. So, ich habe jetzt noch 3, 8 oder so. Na, hier ist noch einer drin. Auf meine Musik aus. Ah, hier links ist auch nur einer. Oh, da war noch was dahinter. Oh, eine Vierer Schützengewehr. Was? Ein Vierer Schützengewehr. Was ist ein Schützengewehr? Ja, dieses Ding da mit dem dicken Magazin dran. Was? Ach, was weiß ich? Schützengewehr heißt das Ding. Mann, ey. Schützengewehr eben. Sei doch nicht so wählerisch. Was ist ein Schützengewehr? Oh. Also, da bist du schon zugange. Perfekt. Hast du gut gemacht. Das war geil, ne? In der Chemiestation war ein bisschen Gras drin. Was? Was? Das hebt die Stimmung. Ja. Ja. Awesome. Ist ja alles cool hier. It's cool, man. Wie sagt man immer so schön, was keiner weiß, macht keinen heiß, ne? Genau. Fusch am Bau gibt's ja hier nicht. Nee, Fusch am Bau, um Gottes Willen. Das würden wir dir auch nie unterstellen. Ja, besser so. Ja. Ich glaube, da wärst du tödlichst beleidigt. Hast du jetzt heimlich einen Pool im Keller eingebaut? Ja, klar. So, sind wir durch. Können wir weiterfahren. Bisschen unwegig hier. Gewiss, vor uns die Siedlung. Genau, fahren wir davon. Gute Idee. Du hast mal was richtig gemacht beim Fahren, hey. Alea, was ist los? Deine Tochter ist krank. Bin ich ja nicht gewohnt von dir. Hier bei dem Haus kann man looten. Bisher gefundener Messing 0. Oh, guck mal. Was denn?
Ja, jede Menge. Da hinten kommt aber etwas, was ich töten will. Oder? Nee, es hat wieder umgedreht. Es hat wieder umgedreht. 6. 1, 2, 3. Echt? Zement ist schon alle? Jo. Ja, wir graben gerade jede Menge Zement ab. Wir haben hier auf einer Baustelle palettenweise Zement gefunden. Das ist gut. Ah, Kacke. So. Das hat sich doch gelohnt. Ich habe mich einen Block vertan. Und zwar, die Schräge muss um einen Block noch mal hier rüber. Und da hinten ist ja noch ein gerader Block vorsitzen. Fuschambau. Hat? Nix. Hör auf, Kollege, ne? Ich komm da gleich darüber. Nein, war nur Spaß. Ist denn da jetzt? Oh, da kämpft ein Tiger. Ein Puma mit dem Zombie. Wand ist da richtig. Boah, hier ist noch mehr Zement. Ach so, warte mal, zwei Blöcke für die Wand. Habe ich die Wand, die. Ja, doch, warte. Deine Kappe ist etwas weiter innen. Du wolltest mir nur eine Vorlage bieten. Hier unten kommen noch Vollblöcke hin. Ja, genau. Stimmt. Und hier kommen dann die ersten beiden Schrägen. Als ob der Zombie gewonnen hat. Na, geh mal nachgucken. Stimmt ja, das muss ja noch voll gemacht werden. Ach, da lag noch was oben drauf. Das war aber leer. Nur die unteren beiden. Oben müssen weg. Da kommt ja dann schon die nächste Schräge. Nee. Hier ist noch mehr. Warte mal eben. Ja, ich muss jetzt das richtige Bild dafür finden, was in die Perspektive zu sehen. Ende der Treppe ist Ende. Ja doch, hier würde ja die Schräge jetzt rankommen, ne? Und ja, doch, dann. Aber hier war schon irgendjemand. Genau, nun hast du das schon alles leer gemacht. Und die müssen noch weg. Und diese auch. Genau. So passt es. Bestimmt. Ja, aber dann habe ich hier zwischen noch zwei Blöcke. Oder ist das die Distanz dazwischen? Ja, Distanz vier Blöcke als Boden. Eins, zwei, drei. Hier kommt ja schon die nächste Wand. Nee, wir haben nur drei Blöcke als Boden. Nö. Hier kommt die erste Schräge hin. Dann haben wir 1, 2, 3, 4. Dann passt es ganz genau. Oh, Mensch. Das haben wir gleich. Also das hat sich ja hier voll gelohnt. Das da. Kannst du einfach mal die Koppelblöcke dahin stellen. Das ist wirklich schon alles gelootet, oder? Dann sieht man's ja. Das da? Oder warst du das, Alea? Nö. Da war wieder doch wieder jemand auf dem Server. Wie kann das denn sein, wenn das Passwort geändert ist? Oder der Dirk war das und ich hab's nicht mehr mitgekriegt. Aber ich meine, wir waren bis hier hinten nicht. Eins, zwei, drei. Ist ja doch vier. Wir haben noch einen Keller. Vier? Ja, das ist nämlich mein Fehler. Ah! 1, 2, 3, 4. Eine Schräge. Da sind ja auch gar keine Gegner drin, ne? Zweite Schräge. Ich hab hier unten einfach einen Block zu viel, einen Block zu weit darüber. Ich hab unten insgesamt jetzt drumherum überall vier Blöcke in der Mitte. Wo du nur drei gemacht hast, deswegen. Ja, hier sind noch zwei deswegen Blöcke. Wunderte mich das jetzt gerade, warum das bei mir nicht so ganz passte. Dann müssen wir eventuell da oben einen größeren Balkon als bei mir dran setzen. Ja, das ist nicht so das Problem. Denke ich auch nicht. Aber ich kann ja die Treppe hier schon mal verstärken. Das ist ja dann fertig hier. Ja, sind wir durch. Also das passt ja 479 dann. 479 Kabel und 1000 Zement.
dass ich da hinten die Schräge nochmal abreißen kann, weil da noch ein Wenn du nochmal dasselbe hast, dann war das ein sehr erfolgreicher Loot. 700 Zement und 300 Kappe. Ja, super. Das hat sich ja schon mal voll gelohnt. Nehmen wir das nächste Haus. Haben wir noch Eisenrahmen? Ich muss erst zum Auto. Eisenrahmen müssten in der Schmiede drin liegen. Ich würde auf jeden Fall schon mal hier die... Na gut, dann komme ich auch zum Auto. Warte mal, da ist ein Block. Da ist ein Block und dann ist die Schräge da reingesetzt, wenn ich mich nicht irre, ne? Müsste eigentlich, müsste außenrum komplett einmal in Zweierhöhe ein Block sein. Also hier außenrum läuft sowieso eine Reihe nur Blöcke. Das hier ist die Außenreihe mit Blöcken. Und dann haben wir ja, die Schrägen hier drin. Und in zwei hoch. Beiden da oben drüber, die sind dann schon Eckstücke. Nö. Kannst du schon mal bis zum Haus fahren. Die sehe ich als vollen Block, weil ja hier mein Rand geht. Ich glaube, es war so oder so nur noch das linke Haus hier, das was ist ja wir machen der mussten. Und dann da in der Ecke, also da kommt. Also hier hatten wir sogar noch einen Block hingelegt, dass wir bis hier waren. Deswegen wundert mich echt, dass die Baustelle gelootet ist. Wir können es ja ganz einfach machen. Wir fangen hier an, setzen die Unterkonstruktion, die Doppelblöcke, die Vollblöcke. Es kann sein, dass ich mich einfach vertan habe beim Ausheben hier einfach, dass ich die eine Seite... Oh, da wäre es ja asymmetrisch. Oh, das ist nicht asymmetrisch. Die Schränke sind noch voll. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das passt. 6 zu 6. Doch, aus meiner Sicht auch alles richtig. Lauf nicht so schnell weg, sonst treffe ich die nicht. Ich kann ja mal eben basteln hier. Hier mal einmal copy. Der hat jetzt Kopfschmerzen. Das ist so, als wenn du dich verklickst. Der würde da sein. Da unten kommt schon der erste Eckstein. I know. Aber. Und da, dahinter ist dann nur ein. Vollblock in der Ecke drin. So. Kommt nämlich die Schräge hin. Oh, ich hab Messing. Genau, und da kommen jetzt zwei. Da kommt die Schräge hin. Kommen Vollsteine und dann kommt schon direkt der Schrägstein an die Wand ran. Ah, ja, yeah, I know. Der Stein muss nämlich dann da sitzen. Entschuldige. Und unter dem muss der sitzen. Warum springt er jetzt nicht? Genau. Das Ganze können wir jetzt noch mit den Stahldingern da unterfüttern. Da kann das gleich so stehen bleiben. Ja. Aber eigentlich wollte ich nur schon mal die Ecken voll haben. Oh, Minenrechts, pass auf. Aber das kannst du ja basteln, ne? Ja, das sollte reichen. Gegner. Damit kannst du zumindest schon mal die Ecken machen. Und warte mal, wie viel brauchst du denn? 2 sind 4, das heißt 6 Stahlrahmen. Zement habe ich keinen mehr. Ja, warte doch. 6 liegen da. Und der da kommt, glaube ich, eher von draußen. Könnte reichen. Dann haben wir zumindest schon mal die 4 Ecken voll damit. Ach, da sitzt noch einer. Ich muss die Lautstärke mal umstellen, genau. Merke ich gerade. Ich höre dich fast gar nicht. Und entweder bauen wir das dann komplett alles aus Cobblestone erstmal voll, weil Beton haben wir nicht so schnell, ne? Cobble kriegen wir jetzt als erstes fertig. Ja, ja, klar. Und das auch so fertig bauen, wie wir es jetzt angefangen haben, aber eben schon mit Beton unterfüttert. Genau, da wo wir schon gewesen. Und dann kann man es später aufwerten. Ja. Müsste doch eigentlich noch eine obere Etage geben, oder? So.
Das wäre fertig. Das heißt, das hier muss ich nochmal abreißen. Wo ist der? Don't collapse. Perfekt. Der kommt von draußen rein, schätze ich. Ah, hier. Das heißt, wir sind jetzt um einen Block größer als das, was du gemacht hast. So. Das schadet ja nicht. Aber der Eingang hier passt jetzt wenigstens. Komm mal da hoch. Wenn du hier auch einen hast. Einen gerade und dann darüber gegangen. Ein paar Frames, ne? Genau. Genau. Kriegst du mal einen Rücken, dann baue ich hier mal was. Ja, sag Bescheid, wenn er durchkommt. 2, 3. Alea, so kann ich nicht bauen. Mann, Alea, so kann er doch nicht bauen. Papa. Ja, ich helfe. Hier 6, 9, 10. Rübeck. 13. Get a Sage. Cash in the Tash. Hast du leer gemacht? Ja, jetzt hab ich's. Da hinten kommen wir durch. Ladies first. Komm nicht durch. Na, da machen wir das Loch noch was größer. Jetzt aber. Oh, da ist ein Grüner. Da ist ein Grüner. Echt? Ja, ja. Hinten durch. Ah ja, aber hier ist noch keiner. Ja, ich übernehme den Grünen. Ja, aber nicht geladen, warum auch immer. Hä? Wieso habe ich keine Muni? Ich habe die Muni eben auf Versehen rausgenommen. Ich bin gleich wieder da. Warte, ich glaube, ich habe auch was. Ja, ich habe eine Pistole. Na, komm, ich hole mal schnell die Muni. Sag dem einfach, wenn er sich bewegt, sagst du ihm einfach, er soll da bleiben, wo er ist. Na ja, gut, sind nur 13 Schuss. Ich frage mich, wo meine Muni ist. Habe ich die aus Versehen mit in den in die Kiste, in die Speicherkiste getan? Ja. Naja, 13 Schuss dürften aber reichen. Sagt, das reicht. Super. Bei meinen waren nur Trauben drin. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir hier oben weitermachen. Kommt der denn her? Hier müssen wir uns jetzt
Block. Was? Wo? Wo bist denn du? Ich hab keine Muni mehr. Von der Brücke aus gesehen, links. Hinten rechts in der Ecke. Bang ihn! Da liegt er. So, fertig. Ich habe gerade schon 50 Blöcke und das reicht immer noch nicht. Oh, jetzt ist voll. Ich sehe, wir müssen ja auch noch ein bisschen Bulletproof-Glas bauen. Da fehlt uns ja auch etliches an Material wieder für. Ja, was brauchen wir denn dafür? Das ist optional. Und das ist, genau. Ja, wir müssen trotzdem die Seiten irgendwie dann zumachen, also. Achso, unten müssen wir es glaube ich irgendwie auch nochmal irgendwann verstärken, deswegen ist da noch ein Loch im Boden. Ja, die Frage ist jetzt nur, wie wir von hier, machen wir eine Einzeltreppe oder eine Dreier- oder eine Zweier-Treppe hier hoch? Aha. Und das ist ja die Mitte. Deswegen ja, sind ja die Säulen alle so... Eigentlich ist das genug Stabilität hier drin. Denke ich auch. Wenn das die Mitte ist, dann müsst ihr hier... Wir brauchen nur zwei Treppen nach oben machen. Ah, scheiße, abgebrochen. Entweder man macht wie bei mir eine Treppe oder man macht an der Seite, wie ich gemacht habe, dann die Leitern. Wir können ja auch in der Mitte einfach eine Leiter hochmachen. Kommt noch eine Mama. Hey Mama. Ich hab die Treppe habe ich bei mir eigentlich nur aus reingeschmissen. Und du den anderen. Können wir ja machen, ist ja egal. Das kann jeder halten wie ein Dachdecker. Ich würde gerne schießen, aber der ist gerade. Oh, warte mal, wir machen mal da. Ist der blöd? 1, 2, 3, das wäre da. Nein! Was ist passiert? Ich bin durchgebrochen, ich wollte da hinten hin. War hier denn was? Nein. So, komm, auf jeden Fall nach oben und unten. Weil die Frage, ob ich das oder ob wir noch einen weiter nach hinten gehen. Wo ist doch in Ordnung. Pasta, ne. Ich glaube, ein Jaguar ist draußen vor der Tür. Dem nervt gerade unsere Anwesenheit. Also so kommen wir auf jeden Fall hoch und runter, ohne Probleme. Ja. So passt das, denke ich. Den Platz unter der Brücke kann man dann, also unter der Treppe kann man dann auch noch für irgendwas nutzen. Ja, wie gesagt, wir müssen hier auf jeden Fall noch einmal runter, da unten noch ein bisschen und eben aufwerten. Hier diese Wand mal zumachen. Also warte mal, hier könnte ich erstmal ein Holz. Damit man hier am Eingang quasi eine Blockade zum Rest vom Haus hat. Ja, Mami! Was denn hier zumachen oder was? Ja, hab ich bei mir gemacht. Damit man, wenn die hier reinkotzen zum Beispiel, dass die nicht in unsere Materialkisten und so weiter schaffen. Wollen wir hier ein Gitter reinbauen? Braucht man nicht, glaube ich. Das war ich schnell rumgenommen. Wir sind jetzt ein bisschen auf den Igel, ne? Boah, haben wir aber gerade noch so gefällt, ne, bevor er gefährlich wurde. Ja, guck mal. Der Part ist eigentlich schon fertig. Ja. Guck mal hier. Jetzt könnten wir... Jetzt hast du bei dir... Ah, ja. Hast du jetzt die Decke... Eigentlich auf der du läufst, doppelt gemacht, ne? Nee. Ich hab da oben direkt dann quasi die Terrasse. Genau, aber du bist eine Treppe hoch. Also das heißt, von dem Punkt, wo wir jetzt sind, ist das nur die Terrassenhöhe. Und dann müssten wir mit einer Treppenstufe nach oben. Das heißt, wir müssten hier nochmal einen Rahmen drüber machen und. Du hast so. Nur die Treppe, die Tür einfach. Jetzt sind wir durch, ne? Ich hab die Tür 1 hochgesetzt. Weil ich den hinteren Teil vom Haus habe ich, glaube ich, von der Höhe her höher als die Eingangshalle. Aber das kann man machen, wie man will. Das ist völlig schnurzegal. So, das kann man. Man kann die Fläche jetzt einfach hier als Terrassen
Grundlage und als Fußboden nehmen. Nächste Etage. So, drei, da. Ah, da ist noch einer hier. Schießen an. Lass ihn rauskommen. So, das heißt, das wäre die Terrassengröße. So groß ist das bei dir. Ja. Zwischen ist das ja alles easy, ne? So, das heißt, wir müssten hier... Müsste eine Treppe hin. Da kannst du hier reingehen und hier könntest du mit der Treppe wieder runtergehen. Dann bist du im Innenbereich. Oder wir sagen einfach, wir machen Arschlecken und machen direkt die Tür hier rein. Würde ich einfach machen. Dann hat man es hier ebenerdig. Ne, dann sparen wir uns ja diesen einen Block. Und dann könnten wir das hier komplett zubauen. Und dann könnten wir noch eine Ebene reinbauen. Ja, hier oben könnte man ein Fenster reinsetzen oder was auch immer man lustig ist. Ja gut, aber wir haben auf jeden Fall so unseren Balkon schon mal. Und du bist von dem Balkon... Dann schlagen wir sie mal ein, oder? 1, 2, dahin. Zack. Da hast du ein... Ja, sind wir wenigstens um die Minen drumherum. Aber hier sind wir schon gewesen, wir sind durch. Ja. Müssen eh zurück. Und da ist ein Steg. Ja, genau. Halt. Ah ne, den Frame hatte ich weggenommen. Das Haus hatten wir ja dann demnach. Dann brauchen wir jetzt eigentlich nur wieder nach Haus fahren. Dann kann ich nämlich die Betonmischer wieder füllen. Weil bei euch ja der Abstand 1 größer ist, glaube ich, ne? Zieh los. Das können wir machen, wie wir wollen, ne? Wie kennst du noch? Wir können ihn auch doppelt machen. Wieso ist mir auf einmal kalt? Mir ist doch sonst nie kalt. Aber das kann man zum Schluss machen, wenn man dann mit der Elektrik anfängt. Ja. Da hat sich aber gefreut, ne? Das müssen wir auch noch irgendwie alles dann hinkriegen, wa? Das kriegen wir hin. Da mache ich mir gar keine Sorgen. So, das. Ja, die Frage ist jetzt, also ich habe hier noch fast knapp. Wir haben 37 Messing gefunden. Yeah. Also den Beton, den würde ich jetzt für das Fundament da unten nehmen und für die Hinterfütterung von der Schräge. Ja, wir sind mit 3K ne? nicht weit kommen. So, und hier oben rum. Müssen wir auf jeden Fall alles hochbauen. Ja, da wurde alle jetzt... Alle rechts rum. Holz reichen. Nein. Wir haben doch unsere eigene Brücke. Dabei. Deswegen brauchst du ja gar nicht bis da hinten fahren. Also das könnte noch für einige Frames reichen. Rechts. Ist halt nur die Frage, wie wir dann auch. Da steht noch ein Stück Fenster Wald. Unser Feind. So machen, ne? So wär's symmetrisch. Wenn man das mag. Aber deswegen hatte ich halt dieses Format für den Grund. Grundriss von meinem Haus gewählt. Also ich würde sagen, wir füllen jetzt erstmal den Wagen, weil dann können wir es besser rausnehmen, ne? Naja, klar. Erstmal alles in den Wagen laden, weil dann können wir es besser rausnehmen. Die müssen wir auch noch alle auch hochgraden, erstmal, dass das nicht alles zusammenbricht gleich, ne? Oh ja, hier kommen ja keine Zombie-Angriffe vorerst. So. Ja, zumindest auf Doppeltholz gehen. Ja. Ganz reingehen, ich bin fertig. Ganz reintun und dann direkt wieder rein rausholen. Zwei hohe Fenster reichen eigentlich, ne? Weil eigentlich müsste er auf dem Gebäude vor Töchterlein stehen, ne? Töchterlein? Ja, aber vor. Also fort. Entschuldigung. Fort Töchterlein. Ah, Lea, du hast jede Menge Messing. Das ist gut. Castle Töchterlein. Castle Töchterlein, genau, das wäre auch nicht schlecht.
Dann oder die Überlegung jetzt dann, von hier würde das ja Sinn machen, mit den Leitern dann zu arbeiten, rechts und links in den Nischen, wo die Fenster sitzen. Ja, Auto ist leer. Könnte man machen, ja. Aber hast du denn schon mal Leitern diagonal eingebaut? Nee. Hab ich noch nicht probiert. Ich brauche mal zu essen. Das geht. Ja. Hab ich noch nicht probiert. Ne? Kann man aber machen. Aber man könnte auch zum Beispiel hier Leitern hochführen. Wo? Oh, das ist eine Idee. Wo denn? Hier, an dem Sockel hier quasi hoch. Kann man auch machen, rechts und links oder? Weil ich meine, im Endeffekt wäre ja hier sowieso ein Doppelter. Ja. Weil ja hier ist die Tür drin. Da ist die Tür, genau. Ob du jetzt hier hoch gehst, dann das würde ja egal sein. Dann könnte man oben zum Beispiel, hier zum Beispiel, ja, wo ich ein Feuerbase habe, dann hier quasi zwei Räume einplanen. Das kann man natürlich machen, ne? Dann hier eine Wand bis hier hin. Und hier eine Wand mit Tür und hier eine Wand mit Tür. Dann hat man wieder einen Herren- und einen Damen-Schlafzimmer. Die Frage ist halt nur die von der Stabilität der von der großen Fläche jetzt, ne? Wenn man hier eine Wand reinzieht, dann ist die Stabilität auf jeden Fall gegeben. Oder man stellt hier auf der Etage jetzt, das ist ja hier quasi bei mir, noch die Produktionsebene. Ja, aber ist ja kein Problem. Und zwar machen wir das auch. Mal auf, wir machen aber die Wand. Man könnte einfach hier neben der Treppe jeweils einen Sockel hoch, also eine Säule hochführen. Weißt du was? Auf das Fenster können wir doch kacken. Ne? Wie jetzt? Das braucht kein Mensch. Aus? Weil? Da wolltest du kacken. Ich würde jetzt hier die Mauer hochziehen. Und ja, da die Tür lassen. So haben wir zwei Produktionsbereiche. Hier vorne, die würde ich gar nicht unbedingt hinbauen. Ganz easy einmal außen rumgelaufen. Und hier würden wahrscheinlich auch die vorderen, der erste Block hier vorne, den hier, ups, der einfach nur als Säule. Dann rechts und links neben der Treppe. Dann so eine Säule hochführen. 50er, ja, ne? Oder 100er? Auch eine 100er. Echt? Mir ist egal, wir können auch eine 100er machen. Sieht auf jeden Fall nach was aus. So, und da drauf kommt jetzt die Ebene. Dass wir hier eine höhere Kopfhöhe haben. Dann quasi nochmal kommt dann der Fußboden auf, der sich auf der Säule abstützt. Genau, weil unten haben wir nur zwei hoch, das ist so drückend. Ja, unten ist halt nur Material, Werkzeug, alles was man für die Verteidigung braucht. Hier oben Produktion, da ist dann etwas gemütlicher, etwas offener. Und ganz oben kommt dann noch aber eine Toilette rein. Weißt du, was auch gut aussehen würde? Ich weiß gar nicht, geht das mit den Cobblestones? Mal gucken, ob die haben die Form. Ne, die haben die Form gar nicht. Ich glaube, die kitzeln nur mit. Sturz ist, glaube ich, nur bei Holz. Nee. Achso, der feuchte Beton, den kannst du wieder nur im Dings machen. Und zwar kennst du diese Bunkerblöcke, die so halb rund sind? Ja, habe ich schon mal mit rumprobiert, aber. Weißt du, wo die gut aussehen würden? In den ganzen Ecken. Nach außen hin. Da wird das ganze Ding wie so ein Bunker mehr wirken, anstatt diese spitzen Kanten zu haben. Ja. Das wird optisch viel mehr hermachen, als so eine spitze Kante immer zu haben. Das wäre alles so mit so runden Ecken hochgehst. Das ist ein viel besseres Bunkerfeeling. Auch jetzt hier vorne oder so. Anstatt eine gerade Kante könntest du hier diese
leicht abgerundeten Kanten abgerundete. Machen. Dann hast du bloß das Problem, dass du dann da unten, da wo die, die Wand der Wall ist, da ist dann Übergang von dieser Spitze auf die Rundung. Ja. Ich habe ja nicht gesagt, was ich überall machen muss. Nee, aber die Idee ist gut. Gefällt mir. Ich meine, das wäre jetzt zu aufwendig, das alles zu ändern. Ja, aber für später. Ich meine, hier oben kann man es machen, das ist kein Problem. Weil hier wird ja kein Ding sein, hier können wir ein Geländer dran machen. Wo jetzt hier die Blöcke sitzen, da will ich einfach nur Geländer machen. Ja, genau. Dann könnte man vielleicht genau sogar quasi die erste Etage damit runden kann. Ich würde sogar dieses Gitter einen Block rüber stehen lassen und dann eins da drauf machen, ein Gitter. Weißt du? Dass man so weiter nach draußen kann. Genau. Ja, all da die besteht müssten ja halten. Die Designfreiheit. Man könnte auch trotzdem noch so einen Gittergang einmal quer rum machen. Einmal außen komplett rum. Wo waren die Pflanzen nochmal drin, Alea? Ja, von vorne nicht, denke ich. Bei Pflanzen? Hm? Bei Plastik? Bei Pflanzen sind bei Pflanzen. Pflanzen sind bei Pflanzen, okay. Und so quasi könnte man auch zum Beispiel einen Rundgang quer ums Haus, also einmal komplett ums Haus rum. Richtig. Du kannst diesen Steck aber auch zwei breit machen, das halten die. Ja, ja. Na, also wenn wir den zwei breit machen, wäre es sogar noch besser, glaube ich. Da würden auch zwei Leute aneinander vorbeikommen. Richtig. Sowas hatte ich jetzt bei mir überhaupt gar nicht eingeplant. Weil ich davon ausgehe, dass meine Brücke, die Zombies alle wirklich hier nach vorne. Ja, aber du kannst ja hier, ne? Den kann man ja bis hier vorne zu diesen ja, und vor allem rausstehenden Dingern da bis auf zwei und dann. Wenn die Zombies mal wieder zu blöd sind, den Weg zu finden und da hinten auf der Straße rumlaufen, kann man hier rumlaufen und sie anlocken. Richtig. Also das ist eigentlich so, ne? Jo, und du kannst nicht runterfallen. Ja, ist keine dumme Idee. Nur dafür müssen wir. Also wir können die erst aus Holz machen. Und zum Upgraden brauchen wir jede Menge Eisen. Also aus Holz würden sie am Anfang definitiv reichen. Kein Problem. Ja. Um das einmal komplett rundherum zu bauen. Mit Holz ist kein Thema. Ja. Das heißt, wir müssen Holz haben. Das heißt, wir können diesen Rahmen bauen. Wir können diese Struktur erstmal fertig bauen. Und dann darauf die Decke und die letzte Etage darauf basteln. Würde ich sagen. Ja, denke ich auch, das würde passen. Das funktioniert. So, was machen wir jetzt mit dem Beton, den ich noch habe? Weil der Aufgang da ist auf jeden Fall schon fertig komplett. Glaube hier hinten fehlte am Außenrahmen noch das ein oder andere Stück. Da hinten. Dass man dann anfangen kann, die Bäge fertigzustellen. Das müsste ja jetzt reichen, ne? Da, da. Achso, hier fehlt noch. Ja, hier hinten die Reihe noch. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir jetzt Beton ans Laufen kriegen, dass wir das alles upgraden können. Oh, das ist ein Loch? Ja. Warum klaust du hier Blöcke? Ich klau keine Blöcke. Ja, 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 ja. Auch die nicht. Die Schräge können wir aus komplett Cobblestone bauen. Das heißt, du wolltest hier, die wolltest du alle aus Reaver bauen, ne? Ja, also damit man einen stabilen Hintergrund hat. Und die Kabel können wir auf jeden Fall um eine Stufe erhöhen. Die kann man dann aufwerten, genau. Die werden wahrscheinlich für die erste Horde nicht wirklich viel halten, wenn wir Glück haben. Nee. Deswegen, wenn man da gleich einen stabilen Hinterbau hat, dann besteht weniger Gefahr, dass sie uns die Erde da hinten komplett zerwühlen. Ja gut, ich meine, du siehst ja an unserer Base jetzt, das hält schon stand. Das hält was, ja. Und wir haben es ja jetzt komplett Beton gemacht, ne? Mhm. Also, die hält, die Mauer. Wenn er jetzt nicht unbedingt ein Bomber durchrennt. Alea, wo bist du? Das heißt, die Wand könnten wir eigentlich komplett fertig bauen, ne? Ah, da, du standst hinter der Säule, okay.
Okay, dann bedanke ich mich schon mal bei euch fürs Zuschauen und ja, wir gucken gleich mal bei der Base vorbei in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Gesehen.